Viele glauben mir aufgrund des Asperger-Syndroms nicht, dass ich etwas kann. Es gibt nämlich viele Autisten, die fast nichts können, aber es gibt Autisten, die auch gut sind in etwas. Die meisten Menschen haben wenig oder keine Erfahrung von Autismus und denken dann, aha, der kann nichts. Und deswegen möchte ich beweisen, dass ich etwas kann. Hendrik ist 14 und wohnt in Osnabrück. Er ist ein besonderer Junge. Er lebt in dieser Welt, aber eigentlich in seiner ganz eigenen. Hendrik ist Autist und leidet am Asperger-Syndrom. Hendrik fällt es schwer, andere Menschen zu verstehen. Seine Umgebung sieht er mit ganz eigenen Augen. Ich sehe eigentlich alles, was um mich herum ist. Und ich sehe die Schriftzüge immer sofort, die andere Leute gar nicht bemerken. Die Gesichter, da achte ich eigentlich nicht drauf. Hendrik fährt jeden Tag mit dem Fahrrad in die Schule. Er besucht das Gymnasium und ist in der 7. Klasse. Gleich beginnt der Lateinunterricht. Hendrik, Templum. Templum, Templi, Templo, Templum, Templo. Und die Pluralform bitte auch. Templa, Templorum, Templum. Please, Templa, Templis. Grammatik fällt Hendrik leicht. Während die anderen in seiner Klasse noch nachdenken, hat er die Zeile an der Tafel schon übersetzt. Hendrik. Quelle bestias in porto esse clamaverum. Die Mädchen haben geschrien, dass Tiere im Garten waren. Zum zweiten Satz, Lena. An dem Autismus gefällt mir höchstens, dass ich so gut und so schnell Latein lerne. Aber es hat auch wirklich sehr viele negative Seiten. Wie zum Beispiel, dass man immer eine Betreuung haben muss. Christopher ist sein Betreuer. Vor 2 Jahren hatte Hendrik einen Ball ins Gesicht bekommen. Er geriet in Panik und verletzte einen Mitschüler. Seitdem ist Christopher vom Jugendamt immer bei ihm, um in solchen Situationen zu helfen. Es läutet zur nächsten Stunde. Chemie. In der Welt der Chemie ist Hendrik zu Hause. Blitzschnell versteht er die chemischen Prozesse. Alles, was er liest, behält er im Kopf. Die Aufgabe der Klasse ist heute eine Partnerarbeit. Wie trennt man Salz vom Wasser? Ich glaube, da muss man irgendwie mit einer Chromatographieflüssigkeit arbeiten. Ah. Ja. Und mit der Destillation? Dafür braucht man das macht man mit Wasserdampfdestillation. Ja, ich komme gleich. Ich habe eine Frage. Ja? Also ich habe schon, drei verschiedene Arten gefunden. Destillation, Chromatographie und der Hitze. Aha, okay. Kennt ihr aber eine Flüssigkeit, wo ihr immer Fett zu euch nehmt? Und es ist nicht so, dass das Fett nur oben ist. Bitte. Ja, aber warum vermischt sich das nicht? Hendrik, in der 10. Klasse werden wir das behandeln. Das führt jetzt zu weit. Das ist Thema in der 10, wo wir das uns angucken. Beim Lernen ist Hendrik oft schneller als seine Mitschüler. Dagegen fällt es ihm schwer, scheinbar einfache Dinge zu verstehen. Zum Beispiel Gefühle. Dafür ist es gut, Christopher bei sich zu haben. Wir unterhalten uns über private Themen teilweise, aber auch über solche Themen wie zum Beispiel Empathie, weil Empathie für mich noch ein bisschen schwierig ist. Das Einfühlungsvermögen meinst du damit, ne? Ja, ja. Die Empathie. Das ist doch das Fachwort. Richtig, das Fachwort dafür. Ja. Du meinst wegen den Mitschülern, mit den Einfühlungen? Ja, also es gibt Leute, die haben viel Empathie und die haben wenig. Und es gibt Leute, die wenig Empathie haben. Und du hast aber ein gutes Mittelmaß, finde ich. Ja. Also, und ich möchte gerne mehr irgendwann durch Lernen, mehr Empathie kriegen, weil halt doch Empathie wichtig sein kann später.
Ob Christopher Hendrik weiter betreuen soll, wird erst entschieden. Das nächste Hilfeplangespräch findet ja vor den Ferien noch statt. Ja. Und da müssen vor den Sommerferien? Nee, von den Herbstferien. Echt? Und da entscheidet sich das nochmal neu, wie das mit den Stunden jetzt aussieht, mit der Betreuung. Nach der Schule ist Hendrik alleine unterwegs. Am liebsten auf seinem Fahrrad. Ich bin auch stolz auf mein Fahrradfahren, weil sich viele Kinder oft krank fühlen, die den ganzen Tag vorm Computer sitzen und auch niemals Sport treiben und auch ständig Fastfood essen. Einmal in der Woche fährt Hendrik nach der Schule zur Therapie für autistische Kinder. Hier lernt er auch, das Verhalten anderer Menschen besser zu verstehen. Betriebsanleitung, Materialarbeiten, Materialsammlung. Diese Wörter, das sind auch teilweise schöne Gedanken. Oder manchmal faszinieren mich einfach nur die Wörter vom Klang her. Mit seiner Therapeutin spricht Hendrik über alles, was ihn gerade beschäftigt. Auch über die Aussicht, ohne Christopher in die Schule zu gehen. Gut. Also würdest du schwierige Situationen mehr alleine regeln wollen? Ja. Aber so wie ich das mit Christopher mitkriege, ist er so im Hintergrund, um dir beizustehen. Das finde ich ja eigentlich ganz gut, wie das läuft. Ich finde, da kriegen manche etwa eine falsche Einstellung zu dir. Zu dir? Ja. Ja, du hast ja auch noch die Situation im Kopf, durch die das damals entstanden ist. Ne? Ja. Doch. Anders, okay? 3, 4, 5. Und wie war sonst deine Woche so? Gut. Gut. Wo ist denn deine Stimmung auf der Skala, wenn 10 da am tollsten ist? 10. Oh, heute auf 10? Das hört sich ja echt gut an. 1 in Englisch. Hast du eine 1 in Englisch? Ja. Wo gehst du denn jetzt hin? Hallo. Lass dich nicht. Henrik, komm mal wieder. Komm, wir müssen erst hier zu Ende machen. Und dann kommt das nächste. So, die Socken eben noch wieder an. Mitten im Gespräch wird Henrik plötzlich unruhig. So etwas passiert ihm manchmal. Am besten kommt Henrik wieder zur Ruhe, indem er sich auf etwas Schönes konzentriert. Es ist Wochenende. Hendriks Mutter hilft ihm bei den Deutschhausaufgaben. Ich verstehe auch im Deutschunterricht viele Geschichten nicht. Den Inhalt der Geschichte, den durchschaue ich nicht. Soll ich nochmal vorlesen, das Stück? Ja. Ein türkischer Kavalleriegeneral stand schon seit langem in Unterhandlung mit einem arabischen Stamme wegen einer edlen Stute. Ja. Also wer will von wem was kaufen? Der Araber. Nee. Versteh ich nicht! Pass auf. Dano Pascha zu Martin. Das ist der Pascha, das ist der Türke. Ja. Gledax! Machen wir später weiter. Okay. Gut. Gledax! Geschichten zu verstehen ist für Hendrik schwierig, weil es oft um die Beziehungen zwischen den Menschen geht. Ich verstehe die Menschen in meiner Umgebung manchmal wohl, aber manchmal auch nicht. Da habe ich auch schon überlegt, ob das an meinem Autismus liegt. Also manchmal sagen die was, was bei mir falsch ankommt. Das verstehe ich dann anders, als ich es eigentlich verstehen soll. Deshalb hat Hendrik nicht viele Freunde. Anna, Lena, Christine und Friederike sind fast die einzigen, die ihn zu Hause besuchen. Die vier sind in seiner Klasse. Zur Begrüßung gibt es erst einmal Cocktails, selbst gemixt. Eigentlich gemischt.
Solltest du eigentlich auch gerne Akten? Ja, wir haben ja eigentlich gar keine Akten, Hendrik. Hast du den Akten? Danke. Ja, ich hatte einen Ordner, aber den habe ich schon durchsortiert. Ach so. Die vier Mädchen geben sich Mühe, Hendrik zu verstehen. Waren denn schon mal Jungs bei dir zu Hause eigentlich? Ja. Aber das war aber eine andere Zeit. Da habe ich mich mit denen besser vertragen als jetzt. Mit wem verstehst du dich jetzt ganz gut? Eigentlich mit gar keinem sehr gut. Du verträgst dich mit Christopher gut und so, ne? Ja. So ist das seit dem Vorfall, als ein Ball sein Gesicht traf und er in Panik geraten war. Und das war dann sozusagen Notwehr, dass ich den Jungen, den ich verdächtigt hatte, den wollte ich dann festnehmen. Und dabei habe ich ihn versehentlich so doll geschlagen, dass er seinen Hals nicht mehr bewegen konnte. Und dann mussten die einen Notarzt rufen. Weil Hendrik die anderen oft missversteht, dachte er damals, dass der Mitschüler ihm etwas Böses antun wollte. Nein. Den, ja. B. Obwohl grün steht Lina nicht so. Danke. Und jetzt ist er genommen. Denk an mich. Nee, das Schwarze. Nicht das. Welches Rank ab? Das, was er gerade Das Rank ab. Jawohl. Nein. Jawohl. Ja. Sieht aus wie ein Japanese. Oh, danke. Am Abend bereitet Hendrik einen Wochenendausflug vor. Ich verfolge gerade die Linien der öffentlichen Verkehrsmittel, um herauszufinden, wie wir zu unserem Ziel kommen. Hendrik fährt mit seiner Mutter nach Berlin. Eigentlich braucht er Zeit, um in einer fremden Umgebung klarzukommen. Doch er wagt solche Herausforderungen, weil er dadurch viel entdecken kann. Ich kenne mich mit vielen Fischarten sehr gut aus. Fische waren auch schon als kleines Kind eines meiner großen Interessen. Zum Beispiel das sind Dorade. Ja, ich glaube, das gibt es nur in Italien. In der Nordsee. Und das sind doch die Jakobsmuscheln. Die kann man doch auch essen. Die kann man auch essen. Die gelten ja als Delikatesse. Und da hinten ist auch noch eine Segelart. Da hinten. Ah, ja, stimmt. Und sind das, und diese großen Muscheln, sind das neuseeländische Miesmuscheln? Ja. Ja, da hinten ist ein Hai. Nach dem Besuch im Aquarium geht es weiter ins Pergamon-Museum. Hendrik ist hier zum ersten Mal, doch die Geschichte der Antike und ihre geheimnisvollen Figuren kennt er schon längst. Also es hat ja ziemlich viele Meeresgötter gegeben. Ja, genau. Zum Beispiel auch Amphitrites, die hat es auch gegeben. Und? Triton. Ist doch dieser Gott mit dem Menschenkopf und Delfinschwanz. Schon mit 2,5 Jahren lernte Hendrik lesen. Seitdem liest er Sachbücher über viele Themen und speichert, ein bisschen wie ein Computer, alle Informationen ab. Ich dachte, das ist ein stilisierter Löwe. Aber das sieht schon sehr nach einem Schlangenkopf aus. Aber guck dir mal die Füße an. Ja, die sehen sehr nach Löwenfüßen aus. Ja. Könnte schon gut ein stilisierter Löwe sein. Und jetzt gucken wir alles nach. Anders als in der Schule kann Hendrik sich hier frei bewegen. Bolido. Also wenn die Betreuung reduziert werden würde, käme ich mir wieder selbstständiger vor und auch etwas normaler. Weil ich habe ja leider immer noch
mein Motto, was ich habe, seit ich weiß, dass ich Asperger-Syndrom habe. Also ich möchte weiterhin lieber tot sein, als Asperger-Autist leben. Asperger-Autismus werde ich mit ohne Betreuung haben, aber ich möchte mich so wenig wie möglich so fühlen wie ein Asperger-Autist. Ich möchte mich so viel wie möglich fühlen wie ein Mensch ohne Autismus. Mit seinem Autismus hat Hendrik Fähigkeiten, von denen andere nur träumen. Doch im Autismus ist er auch wie gefangen. Als ob er aus einer fremden Welt kommen würde, beobachtet er die anderen und versucht, ihnen ihr Verhalten abzuschauen. Ich habe oft den Eindruck, dass ich mich doch etwas besonders verhalte. Ein Asperger-Autist verhält sich so viel anders, dass er es oft gar nicht merkt, dass er sich anders verhält als ein normaler Mensch. Gefühle sind für Hendrik oft sehr stark. Er ist meistens entweder sehr glücklich oder extrem traurig. Alles, was um ihn herum stattfindet, berührt ihn sehr tief. Beim Essen im Restaurant sparte sich Hendrik extra sein Mineralwasser auf. Als er kurz auf die Toilette ging, räumte die Bedienung einfach die halbvolle Flasche ab. Für viele wäre das eine Kleinigkeit. Doch Hendrik macht das sehr enttäuscht und traurig. Mich hat so geärgert, dass meine Mutter nicht geguckt hat, dass meine Mutter nicht mehr geguckt hat, ist noch was drin und dass sie dann mehr als die Hälfte der Flasche weggeworfen hat. Ja. Ja. Aber wir haben unnötigen Müll jetzt produziert. Das ist überhaupt nicht schlimm. Unnötiger Wasserverbrauch. Und damit sollte man aufhören. Aber nicht. Weil der die ganze Welt immer ärmer wird. Ja, aber nicht an uns und nicht an dem heute mit dem Wasser. Doch. Nein, das ist uns. Und weißt du was? Jetzt schließen wir das jetzt mal ab. Nein. Okay. Doch, das nein. Hat keinen Sinn. Aber wir können sonst hier morgen noch diskutieren. Notfalls machen wir das auch. Notfalls auch. Ja. Wochen später in Osnabrück. Heute soll Hendrik erfahren, ob er weiter nur mit einem Betreuer in die Schule gehen darf. Vorher widmet er sich seiner Leidenschaft, die er schon als kleines Kind hatte. Güterzüge beobachten. Das ist auch das, was mich sehr fasziniert an Güterzügen, dass sie so lang sind. Und sonst fasziniert mich noch, dass die oft sehr bunt aussehen. Also dass die Wagen teilweise sehr unterschiedlich geformt sind und auch eine sehr unterschiedliche Farbe haben. Da ist eine Signalstellung. Das bedeutet, das Signal steht auf Langsamfahrt und die 6 oben bedeutet eine Geschwindigkeitsgrenze. 60 Kilometer pro Stunde darf der Zug fahren, der gleich kommt. Und da kommt eine interessante Lok. Das ist eine historische Lok. Die wird offiziell nicht mehr verwendet. Aber ich kann mich noch gut erinnern, als diese Loks noch regulär fuhren. Weil die fuhren noch regulär, bis ich 10 war. Und dann wurden die aussortiert. Hendrik hat ein außergewöhnlich gutes Gedächtnis. Die meisten Erinnerungen seines Lebens hat er immer vor Augen. Wie ein Fotoalbum, in dem er jederzeit blättern kann. Gleichzeitig braucht er Regeln, die ihm Sicherheit bieten. Er will immer vor Augen haben, was ihm passieren könnte. Die weiße Linie ist dafür da, dass man nicht zu nah an das Gleis rangeht, weil dann könnte man durch den Fahrtwind weggewirbelt werden und könnte sogar auf dem Gleis landen.
Am Abend kommt Christopher zu Hendrik mit der Entscheidung, wie es weitergeht mit der Betreuung, ob er zukünftig alleine in die Schule gehen darf. Also wir haben angedacht, dass ich das Schuljahr jetzt noch da bleibe. Ja. Und dass wir dann gucken, ob wir vielleicht, oder ob ich dann woanders sitze, erstmal. Ja. Dass du dann die Klassenkameraden neben dir sitzen hast. Und dass ich dann halt nur noch beobachte, erstmal. Bloß manchmal fühle ich mich, manchmal komme ich mir halt so vor, als dass ich jemand bin, der immer kontrolliert werden muss. Aber also ich kontrolliere dich ja gar nicht in der Schule, wenn ich da bin. Ich bin ja nur dann da, ich bin in der Pause, bin ich ja quasi im Hintergrund bei dir. Und wenn du was isst, dann kommst du ja zu mir. Aber der Unterricht ist nun mal die deutliche Mehrheit der Schulzeit. Genau. Und deswegen möchte ich da auch allein zurechtkommen. Ja, das wollen wir auch versuchen, damit dass ich dann irgendwann aufhöre, neben dir zu sitzen. Sondern dass ich dann irgendwo in der Klasse vorne vielleicht sitze oder hinten in der Ecke und nur noch beobachte erstmal. Und dass wir dann immer so ein Stück weit die Stunden reduzieren werden. Ja. Und dass du dann so eventuell auch ganz alleine zur Schule gehen kannst. So richtig ändert sich erstmal nichts an der Betreuung. Doch Hendrik weiß auch, wie wichtig Christopher für ihn ist. Es ist immer noch der Fall, dass Christopher mir manchmal hilft, über irgendwelche Themen zu sprechen, die mit normalen Menschen zu tun haben, die wo ein Asperger-Autist aber nicht erkennen kann, dass normale Menschen etwas anders machen als sie selber. Doch Hendrik lässt sich von der Enttäuschung nicht entmutigen. Also ich kann mir vorstellen, selbstständiger zu werden, indem ich mich anstelle und auch mal sagen, ich tue es jetzt, obwohl ich es nicht kann. Hendrik will heute versuchen, ein Schwimmabzeichen zu bekommen. Dafür muss er eine Stunde lang ununterbrochen schwimmen. Wochenlang hat Hendrik für diesen Tag trainiert. Aber so lange ist er noch nie geschwommen. Guck mal, wir haben alles vorbereitet. Ja? Guck mal, wir haben schon. Stimmt, Herr Stelle. Eine Stunde bestimmt. Du machst einen super Job. Ja, du bist leise. Ja. Ob man seine Fähigkeit richtig nutzt, ist auch eine Frage des Wollens. Es gibt viele Leute, die meinen, Autisten können nichts und mit diesem Schwimmabzeichen kann ich halt beweisen, dass ich schwimmen kann und dass ich auch gut schwimmen kann und lange und halt eben im Allgemeinen gesagt, dass Autisten generell doch was können. Das Schwimmabzeichen hat Hendrik viel Kraft und Hoffnung gegeben. Hendrik ist selbstständiger geworden und dadurch auch selbstbewusster. Ich möchte schon ein Happy End haben, weil ich möchte auch, der Film soll anderen einen Eindruck machen, dass ein Autist keine zwecklose Existenz ist. Ein Autist ist ganz einfach ein Mensch wie alle anderen. Natürlich mit speziellen Besonderheiten, wie jeder Mensch sie hat.